Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Spacehaven. Weiter geht's. Wir sind am Andocken, ein neues Space Wrack. Und werden jetzt mal gucken, dass wir hier vielleicht ein neues Mitglied finden. Sonst finden wir hier nur Aliens. Oh, guck mal hier. Oh nein. Okay, der ist tot, sehr gut. Oh, hier ist eine Krankenstation. Hab ich schon mal gesehen, glaube ich. Oh Mann, hier ist auf jeden Fall verseucht. Wir müssen die Position einnehmen. Und losballern schon mal. Oder ich mache mal die Tür auf. Okay, alle rein. 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 Oder hier hin. Okay. Okay, wir schaffen das schon. Wir brauchen Jim Bob. Du gehst mal hier. Oh! Guck hier, das soll aus was Crewmitgliedern. Das wollen wir Crewmitglieder mal gewesen sein hier. Da kommt jetzt bestimmt einer raus. Das ist so ein Auge bestimmt. Okay, wir haben Glück. Die Seuche ist nicht so groß. Alter, das Schiff ist aber groß. Gut, die waren alle recht groß, aber das letzte war eigentlich schon klein, so ist es nicht. Es ist, als wenn ich irgendeine Crew von irgendeinem Raumschiff massakrieren würde, als wenn das den Aliens gehörten, die... Vielleicht sind das ja Bewohner des Schiffs und wir massakrieren sie einfach, ja? Vielleicht haben die das gebaut. Und sie versuchen nur zu überleben oder sich zu äußern. Oh nein. Oh Gott sei Dank, ich sollte mehr automatische Waffen mitnehmen. Jetzt bitte nicht noch eine Verseuchung. Alter, komm schon, komm schon, jetzt! Ah, schade. Seht ihr irgendwo einen Hypersleep Chamber? Nee, ne? Ich glaube, das gibt's hier nicht in dem... Na gut, Draft. Entdraften. Ist ja auch nix. Ich habe vielleicht was übersehen, aber auch vielleicht nicht. Nö. Sieht nicht danach aus. Na gut. Okay, wir brauchen auf jeden Fall, wir wissen es. Fangen wir mal an mit dem hier. Select all. Rüber damit. Das ist ein Hüllenblock. Zwei Tech-Blocks, das ist gut. Energy-Block ist auch gut. Monster-Meat. 9 Space-Food, das ist super. Fruits ist auch super. Meine Güte. Fruit. Okay, sind alle fleißig am Arbeiten? Incoming ship next turn, bitte, bitte. Oh, nett. Vielleicht sollte ich mal Hypersleep Chambers bauen, nachdem ich das hier ausgebeutet habe. Weil wenn wir das geentert haben, dann gibt es hier keine mehr. Hier ist noch, das hier haben wir alle angebrochen. Vielleicht sollte ich noch das Hyperfuel holen, das wäre echt wichtig. Vielleicht erweitern wir unser Schiff mal hier nach. Wie viele Hüllenblöcke haben wir denn hier? Medium. Ich glaube, damit sollten wir anfangen. Weil das eine macht das andere nicht kaputt, glaube ich. Weg damit. Macht da nichts. Dann machen wir Energy Rods. Haben wir noch genug Zeug. 9. Und hier machen wir Höchstgrab-Verarbeitung. Enter Sector. CS6 Sailor. Hatten wir schon mal gehandelt? Wir können ja nochmal fragen. Vielleicht haben sie jetzt ja irgendwas. Nö. Nee. Was wir brauchen ist, wir brauchen Carbon. Used by CO2 Regulators to produce Carbon Dioxide. Blöd, dass wir das brauchen. Aber na gut. Das ist noch überall Wasser. Keiner hat irgendwie Zeit, hier rumzutransportieren. Wer macht denn am wenigsten? Nudel. Nudel ist immer da unten. Nudel, du machst jetzt mal hier. Da, so, Stufe 2. Dann solltest du eigentlich da weggehen, Nudel, ja?
Aber er will ja auch mit denen reden. Das ist das Problem. Ich könnte auch sagen, Nudel, du machst das gar nicht. So, so. So, Nudel, machst du das dann immer noch? Jetzt geht er wahrscheinlich eher ins Bett. Oder redet es darum? Komm's. Ja, ja, ist egal. Es bleibt, es ist jetzt auch erstmal egal, ob da jemand assigned ist. Oh. Puh. Guck mal, wir machen. Oh, wir haben einen Hüllenblock. Ein Wunder ist geschehen. Es brennt. Das ist kein Wunder. Oh, scheiße. Ach, sie haben sich die Anzüge geholt. Alter, was ist denn auf einmal jetzt los? Es brennt auf einmal alles. Der Gasgrubber ist am Pumpen, am Pumpen. Macht's aus, Leute! Oh nein. Das kann ich jetzt nicht gebrauchen. Das ist aus. Das brennt schon wieder. Guck mal, er freut sich, ein Smiley. Draft. Leute. Scheiße. Wo war das mit dem Force Work? Ich glaube, es gibt kein CO2 mehr. O2 mehr. Deswegen ist das Feuer aus. Entschuldigung. CO2, O2. Ich bin immer da. Oh, es ist. Boah, Gott sei Dank. Scheiße, haben wir viel Lebensenergie verloren. Alter! Gibt's hier kein Feuerlöschersystem oder so? Boah. Alter, ist das schnell ausgebrochen. 8 Wasser, 12 Rods. Nächstes kaputt. Genau, macht nochmal ein bisschen. Ich würde gerne das zweite Triebwerk auf jeden Fall bauen, bevor wir nochmal irgendwas anderes machen. Das ist wichtig auf jeden Fall. Aber dann müssen wir echt gucken, dass das hier... Weil für die Hypersleep Chambers, ich meine, wir könnten auch einfach... Wir müssen das nicht schön bauen. Es geht einfach darum, dass wir die... Dass wir müssen ja ein weniger bauen. Sehr groß sind die nicht. Könnten... Nee, das geht nicht. Wir bauen einfach einen da hin und irgendwie... Oder wir bauen die einfach hier hin. 1, 2, 3, ja? Kann ich die drehen? Ja, bauen 1, 2, 3 hier hin. 1, 2, 3. Oh, scheiße, dafür brauchen wir Tech-Blöcke. Okay, alles klar, ich weiß, was zu tun ist. Nee, weiß ich nicht. Wo kriegen wir denn jetzt einen Tech-Block her? Das ist die Frage. Also, wir müssen. Dafür brauche ich doch... Das Problem ist, weil etwas, was man baut, was Tech-Blöcke herstellt, ist alles da. Oh, Gott sei Dank. Das muss jetzt gebaut werden, sonst haben wir hier... Das haben wir alles umsonst gemacht, so ein Blödsinn. Das muss gemacht werden. Da können wir auch Hightech-Blöcke machen. Vielleicht haben wir dafür überhaupt genug Zeug. Wie sieht's hier aus? Okay, ist immer noch viel zu tun. Das ist fertig. Das kann auch weitergemacht werden. Das brauchen wir trotzdem noch. Also wir sollten das da erst bauen. Okay, wir bauen das da. Dann bauen wir den Antrieb. Und dann bauen wir die Hypersleep Chambers. Das sollte gehen. Guck mal, es sind nämlich alle vollgeheilt. Das ist ja geil. Oh, was ist denn hier los? Leute, Leute. Oh, es brennt hier irgendwo was? Wir müssen den Scrubber irgendwo anders hinbauen. Das ist schon scheiße. Alter, guck mal. Ich hab doch hier... Ach, das ist kein Vent. Erzähl ich das. Pass auf, die scheiß Jukebox muss weg. Da kommt ein Air-Scrubber hin. Mach den weg. Dankeschön. Move. Weil da ist der Luftreiniger. Das Zentrale, weil hier kommt das nicht so gut da.
Guck mal, lol. Immer noch. Guck mal, ist genug da. Sehr schön. Willst du das nur bauen? Habe ich eben schon mal gesagt, oder? Ich wiederhole mich immer sehr gerne. Okay, das ist jetzt viel zentraler so. Könnte es hier natürlich noch ein Luftdings hinmachen. Dann wäre es noch viel besser. Verstehe ich das. Vielleicht hätte ich... So... Na, egal. Hätte, Fahrradkette. So, das haben wir. Jetzt gucken wir mal. Techblock. Wow. Was zur Hölle ist Optronics Components? Scheiße. Optronics Components. Optronics Components. Dafür brauchen wir Optronics Fabricator. Wow. Seriously? The high-tech Optronics Fabricator capable of producing Optronic Components enclosed with walls to reduce noise discomfort. 3 Tech-Blöcke. Das ist halt krass. Optronics used in high-tech facility and items. Und das kann ich nirgendwo rauskriegen, ne? Die hier? Wow, das ist doch mal krass. Was ist denn mit dem... Den Advanced Assembler haben wir. Scrapper. Metal Refinery haben wir. Assembler haben wir. Energy Runner. Das ist das Neueste. Closest Measure. Self-Working. Was auch immer das macht. Electronic Fabricator oder Optronics? Ist beides hart. Transforms Noble Metal and Base Metals to Electronic Parts. Release Hazardous. The high-tech fabricator is capable of producing optronic components. Aber das ist normale und das ist optronic. Und optronic, oh, das ist krass. So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Jetzt wird's nochmal interessant. Wow, shit. Hier ist sowieso noisy. Also. Wir wissen, dass... das nicht funktioniert. Wenn ich das abreiße, kriege ich doch alles wieder, ne? Also machen wir das weg. Bauen das. Bauen daraus Dingensbummens. Warum ist es wieder am Anfang? Müsste gehen. Entschuldigung. Guck mal, wie cool das hier aussieht mit dem Licht jetzt und der Wand und so. Viel cooler so, ne? Ja, baut das erstmal. Dann machen wir Optronics. Wow, wenigstens ging das jetzt schnell. Oh Mann, ey. Ich werd wahnsinnig. Oh Gott. Chemical. Use produce refined chemicals, release for hazardous gas and noisy. Also das geht nur damit, ja? Scrapper. Chemical Scrap gibt es ja irgendwie nicht. 3 braucht das. Und das hier brauchte auch 3. Also machen wir erst das. Ja. Nochmal hier. So. Machen wir das wieder weg. Hoffentlich funktioniert das überhaupt. Noch alle da? Ist einer tot? Andere ist am Arbeiten. Okay. So. Okay, ich weiß, wo es das gibt. Das ist kein Problem. Okay, scheiß mir drauf. Ist hier alles Wichtige geholt? Ne, da gibt es noch ein bisschen Fabrics und ein bisschen Fruit. Das sollten wir mitnehmen. Machen wir das noch? Vielleicht macht das ja noch. Sonst hauen wir jetzt ab. Ist mir egal. Wir kommen wieder. Ich will hier noch ein bisschen was ausbeuten. Select all und alles hier lassen. Und wir springen. Prepare. Jump. 5 Sprünge können wir noch machen. Dann müssen wir Fuel herstellen. Oh Mann, ey. Das kann was werden. Wie sieht's denn mit Space Food und Wasser aus? Also das... Boah, ich glaube... Oh, scheiße. Wir müssen nochmal handeln. Immer noch meinen finden. Ich meine, wir haben Space Food... 9. Da 3, davon 3. Wir könnten hier mal sagen, hör auf zu pflanzen.
Aber ich kann dir nicht sagen, Automatic, dass sie aufhören, automatisch da was reinzumachen. Ich glaube, das geht schon, aber... So, geh auf deinen Pilotensitze. Sitze. Fliegen, prepare. Jump. Okay, boah. Alle Leute, wir bewegen uns am Rande des Exodus. Ah, oh, okay. So, das sind Chemikalien. Sehr weit weg. 5 Sprünge können wir machen, bevor wir Dings machen müssen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Toppen hier, das ist ein Schiff, ich muss handeln. Wenn ihr mir an Bord kommt, ist mir egal, die knallen wir weg. Die knallen wir sowas von weg. Wir können ja in die Knie gehen. So, Hail to the King, Hail. Let's trade. Okay. Mal kurz Pause. Das ist egal. Oh, guck mal hier. LOL. LOL. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Ist mir egal. Ist mir sowas von egal. Hier, nimm das Fleisch. Nimm die Fruits. Mir egal. Obwohl, Wasser da halt nicht. Das ist halt schade. Sonst habe ich noch irgendwas anderes, was viel wert ist, was wir echt nicht brauchen. Noch nicht brauchen. Aber später uns echt Probleme machen wird, wahrscheinlich. Boah, Hyperfuel ist echt viel wert. Aber sonst gibt es keine wichtigen Blöcke. Wir haben nicht mehr genug Credits. Pass auf, vielleicht müssen wir Metalle verkaufen. Das sieht aber viel zu rar aus. Boah, Scheibenkleister. Ist das teuer? Wir bauen das lieber ab, das ist mir zu teuer. Wir machen jetzt mal Space Fuel. Das sollte kein Problem sein. Weiter geht's. Wir, die kommen jetzt zu mir. Rast sie aus. Ich glaube, jetzt können wir schon wieder springen. Prepare. Jump. Können wir unterwegs... Vielleicht machen die unterwegs ja noch Hyperfuel. Das wäre doch praktisch. So. Zack. Ich würde gerne wissen, ob hier noch was ist. Das ist ein Händler. Halten wir es mal hier an. Weil vielleicht der Wasser... Drop. Lol. Dieses Spiel. Lang nicht mehr so viel gesucht bei einem Spiel. Echt nicht. Hail. let's trade. Hat sich gelohnt? Hat überhaupt nichts, was wir brauchen. Hier ist auch nichts mehr übrig. Da steht aber noch 4 Sprünge. Ich meine, vielleicht meint der Systemsprünge. Ich weiß auch nicht. Aber der ist ja hier am Bauen. Hyperfuel. Wie viel macht er denn? Aus 2 macht er ein Hyperfuel, oder was? Alter, aus 2 macht er ein Hyperfuel. Das ist echt teuer. Irgendwas war gerade passiert. Wir haben sogar 2-mal. Puh. Leute, echt, das schafft mich hier. Das ist, ist übel. So. Das sind... Boah, das ist, dass das so viel bringt, ist krass, ne? Immerhin haben wir noch genug Dingensbummens. Wasser ist halt echt ein Problem jetzt. Ab jetzt müssen die Pflanzen rausholen. Kommst, ne? Ist egal. Geht da sowieso einer hin. Ist gut, dass wir keine sein, weil die gehen allein automatisch, denn sobald man das muss, sobald das wichtig ist.
Damit fangen wir direkt an. 5-1. 5-1. Übel, oder? Zack, zack, zack. 1 hat er geholt. Wow. Seid aber fleißig. Wir haben wieder ein Wasser drin. Wir müssen halt damit aufhören. Sobald das fertig gegrowt ist, dürfen die hier nicht nochmal was Neues anpflanzen. Boah, okay, okay. Wir schaffen das schon. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Ich glaube, die essen das aus ihren Dingen. Ich glaube nicht, dass die... Kaki, kaki. Ich glaube, wenn dreimal kacken, gibt es ein Wasser wieder. Oder fünfmal. Genau, hier arbeiten. Vielleicht holt er nicht immer nur einen. Das wäre echt schade. Kommt auch aus einem immer nur einer raus. Das ist schon... Boah. Können wir nicht noch einen zum Meinen hinzufügen? Ach, der soll es eigentlich auch machen. Ist aber nicht so toll darin. Wie viele Chemicals kommen da raus? 1. Und wie viel brauchte ich für so eine Komponente? Auch ein? Puh, das wird echt lustig. Da machen wir erstmal jetzt erst das, dann das Optronics und dann das Dingesbummens. Ah, sehr schön. Das sollte reichen. Und wehe, macht das kaputt. Aha. Und? Oh, ein Wunder. Wir haben eins. Okay, das ist leer. Direkt zum nächsten. Prepare. Jump. Alle Mann bereit machen. Alle Mann bereit machen. Alle auf ihre Station. Los, los, los. Jimmy Jim Bob, Captain. Oh Mann, der ist echt der Beste. Mann, hätte ich doch bloß einen Antrieb, einen zweiten Antrieb schon echt früh gebaut. Drop. Zack. Deploy. Okay, weiterholen. Guck mal, das sind 11 Stück. Das ist echt nicht schlecht. 11 Stück, wow. Leider kann ich sie stehen lassen. Aber brauchen wir auch nicht. Ich finde, irgendwie, sind das zu viele Fabriken, finde ich, die man bauen muss. Obwohl, gerade das es ja so interessant macht, so, ja, ist ein bisschen... Der Anfang ist halt ziemlich knifflig. Bis man die Maschinen hat, dann stehen die alle da. Es geht. Ich will mich jetzt nicht beschweren, aber ich weiß nicht. Ist vielleicht müsste es eine Möglichkeit geben, bei den Händlern diese Optronics zu kaufen. Oder sie wenigstens im Schrott zu finden bei anderen Raumschiffen. Weil davon haben wir noch nie eins gefunden, glaube ich. Das ist das Problem. Schlaft euch aus, meine kleinen Freunde. Schlaft euch aus. Ich brauche noch einen Putzroboter auf jeden Fall. Weil das ist nicht so gut, nämlich hier liegt immer noch der Jimmy. So, grow. Immer noch. Soll ich das wirklich machen? Das ist eigentlich nicht so toll. Stopp, stopp. Stopp, stopp. Stopp, stopp. Erstmal aufhören. Stopp, stopp. Ein bisschen Wasser sparen. Ich glaube, wir machen alles an Chemie, das wir machen können. Wir haben noch... Wie viel Space Food haben wir noch? Oh, scheiße. Ne, warte. 9. Und Essen haben wir auch noch. Gut. Gut, dass ich 5 von den Medizinsachen gekauft habe. Wir haben noch 4 Medipacks. Das ist okay. Es ist nicht schlimm. Es ist nicht katastrophal. Aber wir leben manchmal echt immer... Also, ich weiß nicht, wie... Es ist wirklich... Wir haben echt noch Glück, ja? Zack. Okay, 2 Chemiedinger fertig. So, jetzt hol die letzten noch. Ich weiß halt nicht, ob wir 3 Chemiesachen brauchen. Deswegen verarbeiten wir lieber alles, was jetzt noch geht. Wir brauchen Chemie. Chemie. Mann, ich hatte überlegt, ob ich hier mal anhalte. Ich wusste nicht, wofür ich das brauche. Und dachte ich, ach, egal. Ist vielleicht scheißegal, echt. Aber ist nicht scheißegal.
Da bauen wir ab und dann fliegen wir als nächstes hier hin. Ich will unbedingt in das System hier rein. Zuerst. Und dann bauen wir das ab. Und, ja. Und dann sind wir im nächsten System. Und hoffen, dass wir neue Begleiter bekommen. Puh, hoffentlich komme ich da noch so weit. Also, das wird echt übel werden. Das muss ich irgendwo unterwegs noch. Ich werde irgendwo noch anhalten und gucken, dass wir Hyperfuel kaufen. Oder ich speichere ab, sobald wir hier losfliegen. Und dann kann das sein, dass ich nämlich genau gucken muss, ob das überhaupt noch reicht. So, das sind noch drei. Daher können wir jetzt, glaube ich, jetzt auch wieder eins bauen. Nee, noch nicht. Wow, Chemikalien, meine Güte. Aber es ist so cool, guck mal, wie schön das Schiff aussieht. Ja, ich finde das so cool. Das sieht aus wie cool. Wie als wenn das halt gezeichnet wäre. Ja, ist halt super cool. Es ist ja auch Pixel Art, das ist einfach toll. Ich liebe Pixel Art. Es ist so unsterblich von der Zeit her, Pixel Art. Das lebt für immer, ja? Unfassbar. Ja, komm schon, hol alles. Alles raus aus dem... Komm schon. Komm mal, auch Energie wird jetzt auch rar. Ne, kann ich noch machen. Machen wir auch mal hier. Energy Rods, bitte weiter produzieren. Okay, das war's damit. So, jetzt haben die genug. Jetzt mal bitte noch einen. Einer geht doch noch, oder? Nee, reicht nicht. Nee, wir haben drei gemacht. Ist okay. Und jetzt muss das abgebaut werden. Hoffentlich ist das jetzt nicht weg dann gleich. Egal. Dismantle. Und jetzt Productions, Resources, Optronics Fabricator. Ich kann das eigentlich immer da hinten bauen. Nee, geht nicht. Machen wir es erstmal hier hin. So, und wir springen. Nee, halt, wir springen noch gar nicht. Doch, wir springen. Nee, wir springen noch gar nicht. Ich weiß nicht, wie oft ich noch springen kann. Wir sollten einfach gar nicht mehr springen. Nur wenn es sein muss. Wir können ja jetzt hier schnell machen. So, Optronics. Scheiße, ich brauche eins. Das sind 9. 9 mal 0,2. Ich brauche 5 für 1. Und ich habe noch genau 1. Ach, 0,2. Nee, ist okay. Alles okay, ich habe mich nur vertan. Guck mal, 0,2. Wir machen mal, wie viel brauchen wir denn für den Dingensbummens? Mach mal alle. Oder einige. Löschen, dankeschön. Oh, das wieder, ja. Heizung war kaputt, okay. Hat wohl geheizt ohne Ende. Wieder alles okay. Das ist normal. Gehen sie erstmal schlafen. Oh, wir wollen... Ja, jetzt gehen sie schlafen. Puh, ah, puh, puh, puh. Schafft das nur noch, diese Folge, oder? Einen haben wir wenigstens schon mal gebaut. Ein Optronics. Ich brauchte, glaube ich, ein oder 0,2. Ich weiß es nicht mehr. Deswegen bauen wir jetzt erstmal. Wir brauchen für die Hypersleep Chambers... Brauchen wir ja, ein Tech-Block. Und ein Tech-Block... Ich weiß nicht mehr, wie viel wir dafür brauchten. Gucken wir erstmal hin, so. Ist zu heiß, ich weiß, aber ich weiß halt nicht, wie viel wir davon brauchten. Von den Optronics. Generell, um das da hinten zu bauen. Ich kann ja halt nicht so lange rumtingeln, das geht halt nicht. Ich glaube, die brauchen kein Wasser, aber die brauchen Wasser, um Essen zu machen, glaube ich. Oder nur zum Pflanzen anwachsen, glaube ich. Ich glaube, ja. Wasser ist ja auch dann in den Pflanzen drin oder so. Das ist gut, okay. Das ist gut zu wissen.
Komm, mach nochmal ein bisschen was damit. Okay, geht nicht mehr. Dismantle. So, jetzt baut das da fertig. Und dann sehen wir es nochmal. Bitte, bevor ihr schlafen geht. Ich darf es noch nicht zu laut sagen. Mal stopp, genug davon hergestellt. Ich glaube, jetzt ist Schluss. Also, es wird wirklich knapp, dieses System zu verlassen. Ladies and Gentlemen, Spacefruit 9. Okay, die haben wohl Fruits gegessen. Komm, los, los, Leute, wir haben keine Zeit. Ich bin hier voll im Tunnelblick. Ich warte nur noch, dass das fertig wird. Wir haben schon wieder gleich die Folge zu Ende. So, da ist es. Bitte, 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 sei günstig. Tech-Block. Okay. Machen wir alles, was geht. Scheiß drauf. Weil dann kann ich es wieder abreißen. Weil das Ding brauche ich so nicht. Ich brauche dafür Optronics. Sehr schön, wieder. Das geht jetzt kaputt. Sehr schön, dankeschön. Der erste. So, erster Tech-Block. Jetzt gucken wir mal. Group Science. Okay, Infra-Block und Soft-Blocks. Gucken wir erstmal. Eins. Ist die Frage, ob das geht. Es müsste aber gehen. Es fehlt nur bei einem noch. Einer davon, einer davon, einer davon. So, jetzt brauchen wir Soft-Blocks. Alter, Leute, wir schaffen das noch. Ich baue die Dinger jetzt diese Folge fertig, dann können wir nächste Folge ins nächste Universum. Ins nächste Sternsystem, Entschuldigung. Wir sind ins nächste Universum, wäre echt schon ein bisschen weit. Es ist doch Sternsystem. Sternsystem und Galaxie, ne? Und dann kommt das Universum. Und das Universum wird geteilt von mehreren Galaxien. Richtig? So war das doch. Das Universum hat die Galaxien. So war das doch, genau. Ich glaube schon. So, das ist fertig. Jetzt reißen wir das wieder ab. Weil da wird nichts mehr draus. Boah, guck mal, das kostet auch Infra-Blocks. Weg damit. Dann haben wir jetzt 3 Tech-Blocks, dann kommt das weg. Dann haben wir genug übrig, um die Schlafkammer zu bauen. Und dann verlassen wir dieses scheiß Sternsystem für einmal kurz und hoffen, dass wir genug Zeug finden, ich muss dann abspeichern. Wenn wir da hinfliegen und das nix, dann haben wir die Arschkarte. Dann sind wir da gestrandet und dann bleiben wir da, solange wie wir Ressourcen haben. Aber man kann irgendwo lange bleiben. Man hat nicht unendlich Ressourcen. Das ist das Ding. Man kann sie sich ja handeln. Aber, oder man überfällt andere Schiffe, aber davon hat man auch nur limitiert in einem System. Also es wäre cool, wenn man irgendwie länger irgendwo bleiben könnte. Oder die wollen, dass man natürlich immer weiterzieht. Darum geht es ja in dem Spiel ja auch. Komm, jetzt mach das Ding da mal weg. Jetzt reicht's aber mal. Sehr gut. Zack, genug. Sehr schön. Los, baut es. Also wir brauchen nur Wasser für Pflanzen. Ah, das ist unfassbar. Und was braucht der? Was braucht das, damit es läuft? Ready to freeze. Was hat der irgendwas da reingetan? Das würde ich gerne mal wissen. Vielleicht war das Essen oder so oder ein Energy Block. So, wir haben noch 14, 16 Fuel. Leute, das war's von mir, von dieser Folge Space Haven. Wir sehen uns wieder nächste Folge. Dann geht's ins nächste Sternsystem. Hoffentlich überleben wir das. Hoffentlich geht das überhaupt. Haut rein, Leute.